dieses Aquädukt hier hinter mir wurde 1893 gebaut, anscheinend mit Steinen und mit Walöl zusammengehalten. So steht es jedenfalls auf dem Schild da. Und dieses Aquädukt brachte dann Wasser von weiter oben hinunter ins Lazarett, was dann später Gefängnis war. Bis 1954 waren unten diese Ruinen dann ein Bundesgefängnis auf dieser Insel. Dieser Teil hier mit den Bögen ist 125 Meter lang, scheint es, und 15 Meter hoch. Ziemlich beeindruckend, das hier im Urwald vorzufinden. Und in der Zeit zwischen Lazarettbenutzung und Gefängnisbenutzung war das Quarantänestation für Emigranten aus Europa, bevor sie dann in Brasilien aufs Festland gelassen wurden. Es ist schon interessant zu sehen, wie der Urwald hier diese Steine schon in Beschlag genommen hat. Man kann sich vorstellen, wie auch im Maya-Gebiet, im guatemaltekischen oder südmexikanischen Urwald, die Maya-Städte sehr schnell überwuchert wurden, nachdem sie verlassen worden waren.